So, ich begrüße euch alle recht herzlich zum zweiten Slot oder zum zweiten Themenpunkt. Jetzt geht es um den Assessment Question Service in der nächsten Dreiviertelstunde. Ein Thema, eine Entwicklung, mit der wir uns gut anderthalb, fast zwei Jahre schon beschäftigen und die einige, zumindest die, die in der E-Assessment-Gruppe sind, die dort in der SIG tätig sind oder die halt eben auch generell sich mit dem Test und Assessment beschäftigen, wo sicherlich schon einiges sich mit beschäftigt und angeguckt haben. Für andere ist es vielleicht relativ neu, was hat sich da entwickelt? Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, diesen jetzt im Prinzip fast fertigen Service mal vorstellen zu lassen von Adrian Lüthi von der Studer Reimann AG in, Adi, bist du in Burgdorf? Also irgendwo in der Schweiz ist Adi in Bern und von Steffi Dittebrand, ebenfalls Studer Reimann AG, die aber in Düsseldorf ist, wo die Studer Reimann Deutschland Filiale zu Hause ist. Und dann habt ihr auch noch dazu den Benjamin Albrecht, sehe ich auch gerade. Ist der mit rein? Nein. Ist der auch bei euch dabei? Nein. Der hat einfach nur seine Kamera angemacht. Okay, dann einfach wieder Kamera aus. Kein Problem. Gut. Wunderbar. Assessment Question Service, das ist ein Element, und zwar ein ganz zentrales Element, das wir im Rahmen des großen Projektes Splitting Up Test und Assessment einführen werden in ILIAS. Zur Erinnerung, wir haben ja beim Test und Assessment vor zwei Jahren die Entscheidung gefällt und nachdem der damalige Maintainer eine Untersuchung gemacht hat zu der Komponente, dass man gesagt hat, dieser große Monolith Test und Assessment ist so in seiner Gänze kaum erwartbar von einer einzigen Person, ist zu mächtig geworden, ist zu umfangreich geworden, muss stärker modularisiert werden. Und daraus entstand die Idee, dieses Test und Assessment in mehrere Komponenten aufzuteilen, vor allen Dingen eben auf der einen Seite einen Fragenservice einzuführen und auf der anderen Seite dann mit Testplayern diesen Fragenservice zu verwenden, um dann eben Tests abzuspielen. Und damit im Prinzip mehr etwas, was bislang in dem Gesamttest und Assessment umgesetzt ist, eben auch Komponenten zu verteilen, auch wahrscheinlich mehrere Testplayer dann zu implementieren, sodass dann sehr viel mehr Entwickler auf der einen Seite mitarbeiten können, aber auch insgesamt die Komponenten überschaubarer, besser greifbarer, besser wartbar zu werden und damit im Prinzip auch die Nachhaltigkeit der Software zu sichern und das Ganze im Prinzip ja weiter wartbar zu halten. Und was da jetzt rausgekommen ist, was da in den letzten, weiß ich nicht wie viele Monaten, das wird vielleicht Adi oder Steffi gleich sagen, entwickelt worden ist, dafür freue ich mich, werden Adi und Steffi uns jetzt in den nächsten, jetzt habe ich schon wieder 3 Minuten verquatscht, 42 Minuten sagen, was da läuft. Und ja, bitteschön. Ja, vielen Dank und herzliche Grüße aus Düsseldorf, einmal nach Köln und zu allen anderen, die an den Geräten sitzen und hier fleißig die DevConf verfolgen. Mein Name ist Stefanie Dittebrand. Matthias hat uns schon schön vorgestellt. Ich bin seit letztem Sommer bei der Studer Reimann AG beschäftigt und bilde zusammen mit Adi unser ASQ-Projektteam quasi. Und Adi beschäftigt sich eigentlich seit 2019 schon mit dem neuen Fragenservice, unserem Assessment Question Service. Ich sehe, dass das Publikum heute sehr breit ist. 70 Teilnehmer sehe ich jetzt gerade. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir noch ein kleines Warming-up machen, weil wir uns ja mit dem Herzstück oder eines der Herzstücke in ILIAS beschäftigen, nämlich mit dem Test und Assessment beziehungsweise eben einer neuen Komponente, dem Fragenservice. Und da hätte ich jetzt eigentlich mal in die Runde gefragt, wer denn selber schon mal online eine Prüfung ablegen musste. Vielleicht kann da jeder mal mit einer Plus 1 oder einer 0 antworten, wenn er noch keine Erfahrungen selber gemacht hat. Da kommen sehr viele Antworten, also kennt ihr auch aus der Anwendersicht quasi ja, das Gefühl, wie man, wenn man online eine Prüfung machen muss. Da wäre jetzt so meine zweite Frage, habt ihr oder könnt ihr in einem Wort euer Gefühl beschreiben,
das ihr während der Online-Prüfung hattet oder vielleicht danach. Gerne auch einfach in die Kommentare. Marcel bei uns aus der Studer Reimann AG sagt natürlich alles easy. Und für einige Panik, Verwirrung. Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung aus meinem Studium, wenn da mal ins Neuland gegriffen wurde, nämlich online eine Prüfung durchzuführen, statt auf Zettel und Papier. Genau, und in Elias ist eben eines mit einer der wichtigsten Komponenten, ich hoffe, ich ärgere damit niemanden mit dieser Aussage, ist eben das Test und Assessment. Prüfungen ablegen, Selbsttests machen und verschiedene Szenarien. Und eben wie Matthias schon in den 3 Minuten Einführung sagte, wurde vor einigen Jahren entschieden, dass der große Test und Assessment in verschiedene Komponenten aufgeteilt werden soll. Und unter anderem eben auch einem neuen Service, dem Assessment Question Service, also unserem Fragenservice, dem neuen, mit dem sich Adi in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt hat. Und bevor eben die Entscheidung fiel, dass wir einen neuen Fragenservice schreiben, beziehungsweise Adi da einen neuen Fragenservice oder einen neuen Service schreibt, sollte erstmal geschaut werden, ob es vielleicht möglich ist, einzelne Komponenten aus diesem großen Monolithen, wie er so schön genannt wird, herauszufiltern und dem einen neuen Fragenservice hinzuzufügen. Diese Idee haben Martin Studer und Adi, die bei uns eben für den Fragenservice verantwortlich sind oder sehr stark daran gearbeitet haben, entschieden, dass es sinnvoller wäre, direkt von Anfang an einen neuen Code zu schreiben, also dieses Kind auf ganz frische Beine zu stellen und zu schauen, wie man auf dieser Komponente eben aufbauen kann. Und Adi zeigt gleich in einer Demonstration, aus welchen Teilen unser neuer Fragenservice besteht, wie einfach Module ausgetauscht werden können und auch so ein bisschen die Architektur, die dahinter steckt. Und genau, es wird eher eine Demonstration statt ein richtiger Austausch, aber gerne sind wir im Anschluss an die Demonstration von Adi anhand eines Fragentypus, den er erstellt, gerne auch für Fragen und für weitere Diskussionspunkte offen. Und vielleicht hat der ein oder andere da nähere Fragen oder Interessen und da gehen wir dann sehr gerne auf die Antworten oder auch Kritikpunkte ein. Und damit würde ich eigentlich direkt an Adi weitergeben, der euch jetzt zeigt, was hinter dem neuen Fragenservice eben steckt. Ja, hallo zusammen. Also ich bin jetzt am Implementieren des Frageservices und hier ist jetzt einfach ein kurzes Sneak Peek über, was ist eine Frage und wie kann man jetzt ein Frage-Plugin schreiben und wie kann man eine eigene Frage entwickeln. Hier als erstes sieht man die grundlegendste Fragen aller Fragen. Einerseits die Multiple-Choice-Frage, andererseits, was ist der Sinn des Lebens? Und hier kann man jetzt einfach etwas auswählen und dann, je nach Resultat, erhält man eine verschiedene Menge Punkte. Das ist der Question in a Nutshell, wie man so schön sagt. Das ist die Darstellung der Frage, wie sagen denn der Editor der Frage. Dann sieht man auch zum Bepunkten, ist es wie ein zweites Modul eine Frage, das Scoring. Dann gibt es im Hintergrund, das Config-Editor der Frage, wo man die Einstellungen macht einer Frage. Und schlussendlich gibt es noch das Storage, also wie es im Hintergrund gespeichert wird. Aber ich denke, am interessantesten sind diese Sachen. Und jetzt, das ist Multiple Choice, sieht man die Antworten, die es gibt, die Frage, das ist alles ziemlich simpel. Jetzt wurde aber einmal gesagt in einem Meeting der Test- und Assessment-Gruppe, ja, es gibt da so eine Idee für die Multiple-Choice-Frage, wie man sie erweitern kann, verbessern kann mit mehreren Möglichkeiten, dass man nicht eine Antwort hat, einen Punkt, sondern es gibt einfach Gesamtpunkte für die Fragen, wenn alles richtig ist.
halbe Punkte, wenn eine Antwort falsch ist. Oder je nach Teilantwort gibt es verschiedene Punkte. Das ist da so ein Feature-Wiki-Eintrag und da sieht man, wie es ein bisschen anders geplant ist. Und jetzt als Beispiel werde ich zeigen, wie dies als Frage-Plugin umgesetzt werden kann. Also ganz grundsätzlich ein Plugin, Frage-Plugin, Questions-Plugin sieht man hier. Was passiert? After Activation kann einfach ASQ, der neue Typ gesagt werden, welcher Key dann für das Config-Modul, das Editor-Modul, das Scoring-Modul und das Storage-Modul. Das sind einfach die vier Typen einer Frage und die sind unabhängig voneinander ersetzbar. Hier sieht man zum Beispiel, dass also die neue Frage heißt Enhanced Module und dass die Darstellung ist einfach eine normale Multiple-Choice-Frage. Also kann ich hier den Editor-Teil der bestehenden Multiple-Choice-Frage weiterverwenden, sodass ich nichts doppelt gemoppelt machen muss. Dann vielleicht der erste Teil, den man sieht, ist das Form Factory, das ist die Konfigurationsform und beinhaltet ja nicht nur das Form, sondern nebenbei auch noch, was habe ich eigentlich für Properties, so Optionen in der Frage, wie werden die angezeigt, wie werden die erstellt. Und das ist dann das Form-Modul. Hat man eine Factory und hier sieht man, das teilt sich nochmal in Submodule aus. Zum einen die Konfiguration für das Editor-Modul, die Konfiguration für das Scoring-Modul. Und dann die Antwortoptionen, welche jeweils auch wieder aus einem Editor und einem Scoring-Teil bestehen. Viele Fragen, wie zum Beispiel in der Multiple-Choice-Frage, ist das alles sehr schön klar voneinander zu trennen und überschneidet sich nicht. Aber sozusagen sowohl das Scoring-Modul wie das Editor-Modul sehen immer die ganze Frage. Aber jetzt können wir doch mal zu unserem neuen Scoring-Modul und da kann ich jetzt verschiedene Scoring-Schematas angeben und dann kann ich auswählen. Und es gibt jetzt neu nicht nur Punkte pro Antwortoption, sondern Punkte pro Fragen. Also ist das einfach eine Datenklasse mit zwei Properties. Und das will ich jetzt natürlich im Editor bearbeiten müssen. Für den Editor zu bearbeiten, kann ich jetzt einfach mein Form-Factory-Modul sieht man, was gebraucht wird. Hier hat man dann für das Enhanced-Scoring-Factory, hier sieht man dann, das ist jetzt alles Kitchen-Sink hier. Und da definiert man einfach seine Kitchen-Sink-Elemente. Hier zuerst das Schema, Auswahl, Radio, Button. Natürlich würde man das später übersetzen. Hier ist jetzt aus Grund der Einfachheit ist das einfach definiert. Man erhält auch automatisch vom ASQ Service das entsprechende Config-Objekt und kann da danach damit die Values setzen. Und am Schluss gibt man seine Felder zurück. Man gibt da einen Key mit, weil Kitchen Sink Formulare geben, nehmen diesen Key und geben am Schluss die Daten, die eingegeben wurden, wieder mit diesem Key zurück. Und das ist dann der zweite Teil seines Konfigurationsmoduls. Hier erhält man, das ist jetzt die Daten, die Kitchen Sink aus dem Formular wieder rausgeholt hat und die kann man jetzt hier einfach reinlesen. Also mit dem Key und natürlich muss man sie noch entsprechend verarbeiten, wie man es will. Und dann gibt es noch die Default. Aber das ist sozusagen schon das Konfigurationsding, ist jetzt schon so schon fertig aufgebaut. Und jetzt der Editor-Teil, wo und die Antwort des Benutzers erfasst wird, das ist wieder erst, denn der wird jetzt hier von der bestehenden Frage übernommen, aber könnte natürlich auch eigens gemacht werden. Hier sieht man Multiple Choice Editor ist einfach Editor, da sieht man eigentlich, man muss einfach den HTML-Code ausgeben, den man anzeigen will. Das kann man als Ilias-Template machen, wie man es kennt. Und muss einfach eine Funktion danach haben, die Antwort wieder rauszulesen, die der Benutzer eingibt. Hier ist einfach
ist, dass man Multiple Choice und Single Choice unterscheidet. Bei einem kann nur etwas ausgewählt werden, beim anderen können mehrere ausgewählt werden. Aber hier wird dann einfach ein Antwortobjekt erstellt, mit welche Antwortoptionen wurden vom Benutzer ausgewählt. Und dieses Objekt wird dann zurückgegeben. Weiter draußen rum ist die Frage ein Kitchen Sink Control, welches mit einer Frage initialisiert wird, und dann kann man, ähnlich wie zum Beispiel beim Forum, kann man eine Antwort mitgeben, die dann angezeigt wird, oder hole die eingegebene Antwort des Benutzers wieder aus dem Control raus, und das ruft dann im Hintergrund diese Methode auf. Jetzt hat man dann eine Antwort, und die Antwort, das ist ja nur der erste Teil eines Tests. Jetzt hat der Student ausgewählt, Antwort gestellt, und das kann man jetzt mit ASQ in dein Scoring-Modul übergeben. Und das ist dann auch wieder ziemlich simpel aufgebaut. Das hat einfach eine Funktion Score mit dem Antwortobjekt. Und das kann jetzt hier natürlich entsprechend der Eingabe bearbeitet werden. Hier sieht man Konfigurationsschemas. Voll und Half, das sind einfach alle Punkte für richtig und die halbe Punkte für halb richtig. Da sieht man einfach Gesamtpunkte für keine Fehler, halbe Punkte für einen Fehler, wenn halbe Bepunktung aktiv ist. Dann Parts with und without deduction, das ist einfach, wenn es vier Antworten gibt und die Gesamtpunkte der Frage 2 sind, gibt jeder Teil einen halben Punkt und alle richtigen Punkte werden einfach seinen Teil dazu zahlen. Und schlussendlich noch mit Abzug, da gibt es einfach Abzug, wenn es nicht stimmt. Und dann noch das Scoring, wie es beim alten Multiple-Choice-Scoring verwendet wird. Wir haben für jede Antwortoption so viele Punkte für ausgewählt, so viele Punkte für nicht ausgewählt und einfach je nachdem, was gewählt wird, wird einfach die Punktung gegeben. Das ist jetzt aber der Teil, der sich von einer normalen MC-Frage unterscheidet, Adi. Ja, das ist jetzt also nicht der normale, sondern der kompliziertere Scoring-Teil, der hat verschiedene Scoring-Möglichkeiten. Und ja, der Storage-Teil ist ziemlich simpel, da muss man halt einfach seine Tabelle definieren und dann muss man die Events, die vorgestellt werden, speichern und wieder lesen von der Datenbank. Das vielleicht als Zuckerkind. ASQ ist Event-Source, das heißt, man hat immer eine Änderungshistorie aller Änderungen, die man gemacht hat. Und später, wenn Tests mit dem gleichen Schema entwickelt werden, sieht man auch eben sämtliche Benutzereingaben zu jeder Zeit mit jedem Status, was natürlich Rechtssicherheit erhöht, dann nichts geändert wird und man alle Zwischenresultate hat. Aber das ist dann schon in einem groben, kurzen Überblick über ASQ Sneak Peek. Ganz viel Zeug wird durcheinander geworfen, kurz und bündig. Und wenn man das jetzt am Schluss ansehen will, hat man jetzt hier, natürlich, das ist jetzt ein Plugin und da hat man jetzt einen neuen Fragetypen, also Fragetyp Enhanced. Ich habe jetzt zum Testen, ob es funktioniert, die Frage schon erstellt, aber das ist jetzt wieder hier. So sieht jetzt der neue Fragentyp aus. Man sieht, hier ist eigentlich alles ziemlich dasselbe, wie es zuvor war. Das ist auch bekannt. Man kann sagen, wie viele Antworten kann man geben. Und dann der interessante Teil ist jetzt aber hier die entsprechende Einstellung von Punktbewertung, volle Punktzahl, halbe Punktzahl, Teilpunkte und manuell. Beispiel. Da hat man jetzt seine Antwortoption. Und vielleicht, wer die alten Fragen kennt, kann dies auch sehen, wie das Editieren schnell reagiert auf JavaScript-Basis und dadurch viel schneller ist als das alte, wo immer über den Server gepostbackt wurde. Während du gerade eine Eingabe machst, Fabian Sesterhen, stell gerne deine Frage. Ja, meine Frage wäre, also
Nur kurz, ich komme aus der Arbeitsgruppe für den Testplayer E-Examen wir haben da so einige Fragen an den AQS und die erste, die mir jetzt hier spontan einfällt, könnt ihr mal zeigen, wie man an diese Masken momentan drankommt. Bei unser Stand ist immer so ein bisschen, das ist jetzt so ein in Luft schwebender Service oder Repository Object oder ähnliches und wir sind ja gerade jetzt damit beauftragt sozusagen zu gucken, wie könnten die Konzeptionen für den neuen Testplayer aussehen, Schrägstrich auch Question Pool, was machen wir mit Fragen wie Statistik zu fragen und. Und uns fehlt momentan so ein bisschen der Blick, naja, wo steht denn der Assessment Question Service, wie kommt man da überhaupt dran, wie habt ihr euch das vorgestellt, wo liegt die Frage nachher, wo ist, also verkürzt, wo ist mein Pool? Also der Pool ist um die Frage herum. Der Assessment Question Pool hat einfach Fragen, kann die editieren, speichern, verändern und kann dann die Fragen darstellen und das automatische Scoring zu der Frage aktivieren. Der Question Pool ist dann um sozusagen einfach eine Ansammlung von Fragen und hat dann ist so existiert drumherum und das ist jetzt noch nicht implementiert. Wir sind jetzt vom Innen nach Außen implementieren, zuerst die Fragen, als nächstes kommen dann Question Pools und Tests darum herum. Da ist jetzt die Test- und Assessment-Gruppe gerade am Erstellen der Requirements für die verschiedenen Testtypen und dann wird dann wohl zuerst der klassische Test, also für Studentenabschlussprüfung implementiert und dann eins nach dem anderen, je dringend es verwendet wird, kommen dann immer mehr verschiedene Testplayer mit verschiedenen Funktionen hinzu. Aber dies ist jetzt wirklich bloß die Frage an sich, nur die Frage und nichts anderes und im Augenblick auch bewusst minimalistisch. Also es gibt noch keine Frage Pages, das wird dann ein weiteres Modul, wo man Ilias Page Editor, eine Ilias Page um eine Frage herum aufbauen kann. Aber jetzt hier der Frageservice ist die Frage und hat nur das Ziel, Fragen so einfach und so schön wie möglich editierbar und verwendbar zu machen. Und am Schluss, die Frage ist dann einfach ein Kitchen Sink Element, ein Frageobjekt, das kann mit einer Frage gefüllt werden und zeigt die Frage dran an und der Testplayer ist für alles andere darum herum verantwortlich. Also ihr habt ja schon ein bisschen mehr, also ihr habt, also wenn ich das richtig gesehen habe, dass die Bewertung, die Bepunktung der Frage habt ihr ja auch umgesetzt. Das ist auch Teil des AQS dann. Ja, das ist ja in dem Fragetypen drin definiert. Das ist Teil der Frage. Wie viele Punkte gibt es? Mhm. Es ist ja nicht nur eine Darstellung, sondern man muss in der Darstellung, also dem Editor-Teil, muss man die Antwort erfassen und der Scoring-Teil, das für Typen wie Multiple Choice, die automatisch gescored werden, macht es ein automatisches Scoring. Für Essays ist natürlich die Frage nicht zwingend, also es wäre natürlich schön, wenn der Frageservice fähig wäre, Essays automatisch zu beurteilen, aber so weit sind wir noch nicht. Da muss dann wahrscheinlich das Bescoring halt von jemandem von Hand gemacht werden. Aber okay, also ganz plump gesagt oder vereinfacht gesagt ist, der Fragenservice ist das, ist die kleinste Einheit eigentlich in diesem neuen Test und Assessment. Es ist die Frage mit der Fragestellung, die ja alleine nicht funktionieren würde, also gehört zu der Frage in einer Testumgebung natürlich auch immer eine Antwort, auch eine Bepunktung und das, was bis jetzt eben umgesetzt ist, dass alle Fragentypen oder fast der große Teil aller Fragen, wie sie bis jetzt gerade im Test und Assessment genutzt werden können, im Kern eben dort umgesetzt sind. Das heißt, jede Antwort, jede Frage wurde neu geschrieben, ihr neu zugewiesen, dass sie Antworten zu erwarten hat und eben auch dann nachher die Bepunktung, die später wichtig für einen Testplayer ist, um dann auszuwerten, haben Studierende ihren Test bestanden oder andere Leute, die eben Testprüfungen und Prüfungen an sich nutzen müssen und eben in so verwirrenden Testsituationen sind. Es ist das, worum alles